Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich zur nächsten Etappe unserer Konferenz nach diesem, finde ich zumindest, äußerst informativen Auftakt, der ja schon weit über eine Exploration der technischen Potenziale dieser neuen Kriegswaffen hinausging, sondern schon die politischen und auch die ethische Dimension dieser Entwicklung zumindest angerissen hat, kommen wir jetzt zur Diskussion über die ethischen Dimensionen dieser neuen Kampfsysteme. Und ich darf Ihnen mit Professor Herfried Münkler, einen der wenigen, um nicht zu sagen, den einzigen Theoretiker des Krieges von Rang in der Bundesrepublik, ankündigen. Er hat den Lehrstuhl für Theorie der Politik im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin inne, wird aber allen, die sich intensiver mit Fragen von Krieg und Frieden befassen in den letzten Jahren schon aufgefallen sein als ein auch öffentlich sehr wahrnehmbarer Kopf, der die neuen Entwicklungen theoretisch reflektiert, vor allem das Phänomen asymmetrischer Kriege, mit zahlreichen Publikationen, für die er wiederum zahlreiche Preise erhalten hat. Ich kann Ihnen also ankündigen, dass das eine intellektuelle und politische Herausforderung sein wird. Und danach kommen wir zu einem Podiumsgespräch mit Gästen, die ich dann vorstelle, wenn Sie das Podium betreten. Also, Professor Münkler, bitte sehr. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Fuchs, für diese Vorstellung, für die Einladung. Neue Kampfsysteme und die Ethik des Krieges. Ich habe mich wirklich auf dieses Thema eingelassen. Ich werde nicht über die strategischen Vorteile sprechen. Dazu werden wir vielleicht in der Diskussion kommen, wiewohl mich das natürlich sehr gereizt hätte. Im Paragraph 328 seiner Rechtsphilosophie beschreibt Hegel, wie durch die Erfindung des Feuergewehrs die bloß persönliche Gestalt der Tapferkeit in die abstraktere Form verwandelt worden sei. Das Schießpulver und die Entwicklung von Waffen, die mit Hilfe des Schießpulvers Projektile gegen den Gegner zu schießen vermögen, war danach ein Schritt vom Konkreten zum Allgemeinen und passte sich infolgedessen gut ein in den Gang der Geschichte, den Hegel als Fortschritt begriffen hat. Ich zitiere ihn: Das Prinzip der modernen Welt, so begründet er das, das Prinzip der modernen Welt heißt der Gedanke und das Allgemeine, hat der Tapferkeit die höhere Gestalt gegeben, dass ihre Äußerung mechanischer zu sein scheint und nicht als Tun dieser besonderen Person, sondern nur als Glied eines Ganzen, ebenso, dass sie als nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen ein feindseliges Ganzes überhaupt gekehrt sei. Es ist bemerkenswert, dass von Hegel hier nicht die Wehrverfassung, sondern die Entwicklung der Kriegstechnik als beschleunigender Faktor bei der Integration des heroischen Einzelnen in den Gesamtverband, also der Gleichmachung der Vorkämpfer mit den Männern in den hinteren Reihen, ausgemacht wird. Dass die Hoplitenphalanx der antiken Griechen die Vorbedingung für die Entstehung der Demokratie gewesen sei, ist ein Topos der einschlägigen Literatur. Erst da, wo jeder männliche Erwachsene in gleicher Weise dem Gemeinwesen der Polis diente, konnte man auf den Gedanken kommen, dass die Gleichen im Kriege auch Gleiche in der Volksversammlung sein sollten. Aber das Kämpfen in der Phalanx der Schwerbewaffneten war nur möglich bei taktischer Disziplin
unbedingtem Vertrauen auf den Nebenmann, eher am Rande, aber nicht unbedeutsam, der Insistenz darauf, dass die alle als Rechtshänder auftreten, kurzum einer gewollten und durchgesetzten Gleichmachung der Bürger, während Schießpulver und Gewehr, also waffentechnische Entwicklungen, den so gar nicht intendierten Effekt einer Vergleichgültigung des Gegners hatten und dadurch, wie Hegel herausstellt, auch das Ethos der Kämpfenden veränderten. Noch viel besser als die Wechselbeziehung zwischen Staatsverfassung und Wehrverfassung passte ihm eine Entwicklung ins Konzept, die auf diese Weise gar nicht intendiert wurde, sondern ihre Wirkung gleichsam hinter dem Rücken der handelnden Personen und sicherlich auch gegen deren explizite Absichten und Ziele entwickelte. Feuergewehr und Schießpulver waren Hegel zufolge also keine Zerstörer der Tapferkeit, wie dies die adligen Ritter behaupteten, sondern sie wirkten als politische Gleichmacher, die den Aufstieg des Bürgertums ermöglicht und beschleunigt haben. Solche philosophischen Deutungen des waffentechnischen Fortschritts sind uns heute fremd geworden. Doch nicht nur das, wir wehren uns gegen sie und in der Regel bringen wir dabei die Ethik in Stellung, um den Fortschritt der Kriegstechnologie, zumindest deren Folgen, in Grenzen zu halten. Dagegen hatte Hegel, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, den Fortschritt der Waffentechnik als ein Movens für den Fortschritt der Ethik angesehen. Das Ethos des Kriegers und eine Ethik des Krieges gegen die technologische Entwicklung aufzurufen, um diese zu begrenzen, wäre für ihn damit gleichbedeutend gewesen, sich auf die Seite des Konservatismus, wenn nicht der Reaktion, zu schlagen. Man muss sich das vor Augen führen, um die Problemstellung des Themas zu erfassen, über das ich zu Ihnen spreche. Wir sehen uns nicht mehr als die Profiteure von Entwicklungen, sondern wollen uns diesen entgegenstellen und dabei bedienen wir uns der Ethik und des Rechts als Fesselungssysteme, mit denen wir eine selbstläufig und bedrohlich gewordene Entwicklung zu bremsen und in bestimmte Bahnen zu lenken versuchen. Diese Umstellung gegenüber Hegels Zuversicht in den Einklang von Fortschritt und Ethik geht zurück auf die Haager Konferenzen am Ende des 19. Jahrhunderts, als man unter anderem versucht hat, den Gebrauch von Gift in der Kriegführung einen Riegel vorzuschieben, was bekanntlich für den Ersten Weltkrieg dann nicht gelungen ist. Und er geht zurück auf die Zeit um 1910, als Einzelne vor der Militarisierung des Luftraums gewarnt haben, nachdem die Brüder Wright gerade erst ihre eigentümlichen Vorrichtungen zum Fliegen gebracht hatten. Bertha von Suttner war eine der Ersten, die auf die Folge der Luftkriegführung als eine Barbarisierung des Krieges hingewiesen hat. Aber auch hier hat der Erste Weltkrieg frühe Formen strategischer Bombenangriffe hervorgebracht, auf beiden Seiten. Die Dinge, so scheint es, sind uns über den Kopf gewachsen. Wir fürchten sie mehr, als dass wir sie schätzen. Also versuchen wir, sie unter Kontrolle zu bringen. Die Folgen dessen sind freilich überschaubar. Nun könnte man die jüngste waffentechnologische Entwicklung als Umkehrung eines jahrhundertelangen Trends zur Entwicklung immer größerer, immer stärkerer, immer wirkungsvollerer Waffen verstehen. Die moderne Elektronik, lenkbare Raketen, vor allem aber Kampfdrohnen, haben den allgemeinen Feind wieder zurückverwandelt in den bestimmten, in den konkreten Feind, den wir uns aussuchen und den wir ganz gezielt bekämpfen. Dadurch ist es möglich geworden, die Anzahl derer, die bei einem Angriff mitgetroffen werden, ohne eigentlich dessen Ziel zu sein, also die sogenannten unschuldigen Opfer, wieder stärker zu begrenzen. Es spricht vieles dafür, dass das Ausmaß der Kollateralschäden in dem Maße zurückgegangen ist, wie an die Stelle von Jagdbombern, die mit den alten Eisenbomben angegriffen haben, Kampfdrohnen getreten sind, die überaus zielgenaue Raketen verschießen. Wenn es hierbei zu Fehlern kommt, liegt das in der Regel nicht an der Ungenauigkeit oder Streuung der Waffensysteme, sondern an Defiziten bei der Identifikation der Ziele.
Nicht die Technik, sondern der Mensch hat dann versagt. Und das nicht, jedenfalls in der Regel nicht, aufgrund ethischer, sondern infolge kognitiver Defizite. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, Aufklärungs- und Kampfdrohnen seien Systeme, die von ihren technischen Fähigkeiten her darauf angelegt sind, diese kognitiven Defizite zu minimieren, indem sie die Zeit der Zielbeobachtung verlängern und den Entscheidungsstress in der Angriffssituation minimieren. Der hunderte von Kilometern vom Ziel entfernte Feuerleitoffizier kann seine Drohne eine Schleife und noch eine Schleife fliegen lassen, um sicher zu sein, dass es sich bei seinem Ziel um eine Gruppe feindlicher Kämpfer und eben keine Hochzeitsgesellschaft handelt. Und gerade weil er so weit vom Einsatzort entfernt ist, vermag er seine Entscheidungen überlegt und ohne größeren Kampfstress zu treffen. Er sitzt zwar am Joystick, aber er befindet sich gerade nicht in der Situation des Spielers von Wargames, bei der plötzlich und unvermittelt neue Herausforderungen auftreten, auf die er unmittelbar reagieren muss, sondern die Technik verschafft ihm Beobachtungszeit und Entscheidungsgelassenheit. Genau das ist erstaunlicherweise in der jüngsten Diskussion um die Anschaffung und den Einsatz von Kampfdrohnen skandalisiert worden. Also, die größere Beobachtungszeit und die Entscheidungsgelassenheit. Es sind, möchte ich meinen, die Ideale und Imaginationen einer heroischen Gesellschaft, die gegen die Technologie der modernen Gefechtsfeldbewirtschaftung ins Feld geführt werden. Die fehlende Symmetrie in der Konfrontation der Kämpfer, die tendenzielle Unsichtbarkeit und Unverwundbarkeit einer Seite, die sich nicht zum Kampf stellt, sondern ihn mit Geräten austrägt, die somit feige agiert und so weiter. Also Jakob Augstein, die feige Waffe des weisen Mannes über die Kampfdrohne. Es ist, um dies zu pointieren, das Ethos des Westerns, wo im symmetrisch ausgetragenen Zweikampf der bessere Mann gewinnt, das hier gegen die Entwicklung der modernen Waffen ins Spiel gebracht wird. Wo es prinzipiell möglich wäre, in posthegelianischer Manier eine neue Einsinnigkeit von Waffenentwicklung und ethischem Fortschritt zu identifizieren, wird damit ein traditionelles Ethos des Kämpfertums aufgerufen, das der Welt des aristokratischen Rittertums angehörte und das in den Narrativen des Westerns und der an ihn angelehnten Kriegsfilme in nostalgischer Form konserviert worden ist. Schießpulver und Feuergewehr hatten dieses Ethos eigentlich bereits aufgelöst. Mehr noch, der am Zweikampf orientierten Ritterschaft war jede Fernwaffe ein Greuel und deswegen behandelte sie Bogenschützen und Armbrustkämpfer, wenn sie deren habhaft wurde, wie Kriegsverbrecher und verstümmelte sie. Das berühmt gewordene V aus Zeige und Mittelfinger, das die englischen Langbogen in der Schlacht von Azincourt den französischen Rittern entgegenhielten, war zunächst gar kein Victory-Zeichen. Im Übrigen auch nicht die Doppelhörner des Stieres, also ein phallisches Symbol, wie meine Kolleginnen aus der Gender-Ecke gelegentlich meinen. Sondern es war das Aufzeigen der Finger, mit denen man den Bogen spannte und mit denen man schoss. Fielen die Bogenschützen nämlich in ritterliche Hände, so wurde ihnen, wenn man sie denn überhaupt am Leben hieß, diese Finger abgehackt, damit sie nicht noch einmal solche Kriegsverbrechen, nämlich gegen Ritter mit Pfeil und Bogen zu kämpfen, begehen konnten. Deswegen haben sie es ihnen gezeigt. Sozusagen, es war das Zeigen, ihr werdet bei dem Ritt über den schweren Grund unseren Pfeilen zum Opfer fallen. Und das ist dann auch so passiert. Also so viel zu Ritterlichkeit und deren spezifischem Ethos. Heißt, wer eine bestimmte Ethik des Krieges durchsetzen will, darf nicht zimperlich sein. Wer Ethik, um dem zu entgehen, nur als Selbstbindung versteht und nicht gleichzeitig auf die Bindung des Gegenüber achtet, hat vom Wesen des Kampfes nichts verstanden. Am Schluss aber haben sich die Bogenschützen dann doch durchgesetzt. Nicht nur bei Azincourt. Und die Ethik des Rittertums ist durch Schießpulver und Feuergewehr obsolet geworden. Sie hat freilich einen Platz behalten und das vor allem, wo sich kleine heroische Gemeinschaften gegen den Rest der Gesellschaft abgrenzten und unter Verweis auf ihr Heroentum und ihre heroische Ethik Sonderrechte, Privilegien für sich beanspruchten.
Die Uniform wurde zum Zeichen dessen, dass ihr Träger ein besonderes Ethos verkörpere, das dem Rest der Gesellschaft unzugänglich sei. Das Militär der europäischen Moderne hat sich in seiner Abgrenzung gegen die Gesellschaft nicht durch die Beherrschung einer avancierten Kriegstechnologie, sondern durch das heroische Ethos des Kriegers konstituiert. Postheroische Gesellschaften, wie die unsere eine ist, sollten also mit äußerster Vorsicht zu Werke gehen, wenn sie über die Ethik des Krieges sprechen. Sie spielen mit einem buchstäblich heißen Eisen. Zumal dann, wenn sie diese Ethik benutzen, um von den Soldaten mehr einzufordern, als sie sich selbst zumuten würden. Gerade die Ethik kann ein Mittel sein, einen Staat im Staate zu konstituieren. Der Bürger in Uniform ist waffentechnisch der Kampfdrohne darum sehr viel näher als der Soldat einer klassischen Armee und er zieht ihren Gebrauch dem Einsatz leichter Infanterie in feindlichem Gelände vor, einem Einsatz, der das Ziel hat, in direkter Feindberührung eine tatsächliche oder vermeintliche Bedrohung auszuschalten. Pointiert formuliert, in der Kritik an den Drohnen äußert sich die Ethik einer vorbürgerlichen Gesellschaft mit heroischen Idealen in nostalgischer Form. Es ist dies eine Kritik, die sich selbst nicht begriffen hat. Was aber ist die Voraussetzung des sich selbst Begreifens? Es ist die Akzeptanz, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben und dass die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, asymmetrischer Art sind. Nicht der Kampf unter den Bedingungen von symmetrischer Reziprozität, sondern die Reflexion auf unsere Vulnerabilität und deren Verminderung ist der Schlüssel zu einer Ethik bei der Schaffung von Sicherheit für postheroische Gesellschaften. Lassen Sie mich diese drei Leitbegriffe, postheroisch, asymmetrisch, vulnerabel, kurz noch skizzieren. Postheroisch sind Gesellschaften dann, wenn aus ihnen die Ideen von Opfer und Ehre verschwunden sind, beziehungsweise konkreter, wenn vom Opfer nicht mehr als Sakrificium, sondern nur noch als Victima die Rede ist. Victima anstelle sakrifizieller Opfer heißt, dass das Opfer nicht als rettende oder erlösende Tat, sondern als das Geltendmachen von Entschädigungsansprüchen begriffen wird. Der Anteil der aggregierten Versicherungssumme am Volksvermögen ist ein Indikator für den Grad des Postheroischen in einer Gesellschaft. Ausschlaggebend für die Transformation einer heroischen in eine postheroische Gesellschaft sind der Rückgang der demografischen Reproduktionsraten und die schwindende Bedeutung des Religiösen. Das erste ist die Bedingung der Möglichkeit des Heroischen, das zweite das Anreizsystem, um sich heroisch zu verhalten. Weil der Heldentod einer anderen Logik folgt als der des Tauschs, bedarf es einer religiösen Leitidee oder aber eben einer politischen Religion, um ihn notfalls einfordern zu können oder zu ihm zu motivieren. Blicken wir zurück auf die beiden Weltkriege, so können wir sagen, dass der Wandel von der heroischen zur postheroischen Gesellschaft gut ist und für uns alle eigentlich eine Erlösung. Aber postheroische Gesellschaften sind darum, weil sie postheroisch sind, extrem verwundbar und erpressbar. Das Problem des Postheroischen ist nämlich, dass es nicht überall gleichzeitig entstanden ist und sich durchgesetzt hat. Postheroische Gesellschaften werden von heroischen Gemeinschaften herausgefordert. Nun sind postheroische Gesellschaften diesen heroischen Gemeinschaften waffentechnisch überlegen, und zwar derart überlegen, dass eine symmetrische Konfrontation für die Heroen aussichtslos ist. Sie hätten keine Chance. Also entwickeln sie Methoden asymmetrischer Kriegführung, die allgemein formuliert dadurch gekennzeichnet sind, dass sie aus der Stärke der Angegriffenen deren Schwäche machen. Dadurch bekommt der Schwache eine Chance, aber diese Chance kann er nur wahrnehmen durch seine Bereitschaft zum heroischen Selbstopfer. Nicht von ungefähr ist gerade der Selbstmordattentäter zum Inbegriff asymmetrischen Kämpfens in unserer Gegenwart geworden. Er bedient sich der Infrastruktur postheroischer Gesellschaften, der U-Bahnen, Flugverbindungen, der Hochhäuser, um deren labile Kollektivpsyche, also ihr gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, anzugreifen. An diesem Punkt vor allem sind postheroische Gesellschaften vulnerabel und diese Vulnerabilität, Verletzlichkeit, können sie nur beseitigen durch kollektive Regression. Sie müssten wieder
heroisch werden. Aber das wollen wir ja nicht. Und vermutlich können wir es auch nicht, weil wir eben nicht genügend demografische Reproduktion haben. Vulnerabilität ist also der Schlüsselbegriff für die Sicherheitskonzeption des 21. Jahrhunderts. Unter den Bedingungen der Symmetrie wurde diese Vulnerabilität durch erhöhte Vulneranz, also meine Fähigkeit, einen anderen zu verletzen, begrenzt. Die Voraussetzung für diese symmetrischen Vulneranzsysteme, die wir gewöhnlich mit dem Begriff Abschreckung belegen, war die Gleichartigkeit der Akteure. Also die Ausbildung eines politischen Körpers, durch den Vulnerabilität als Angriffsbereich für Vulneranz entstand. Nicht? Wenn ich sozusagen jemanden Schmerzen zufügen will, um ihn zu etwas zu bringen, muss ich einen Körper vor mir haben, auf den ich entsprechend draufschlagen kann. Genau das aber fehlt bei den modernen Trägern des Heroischen im Zeitalter der Postmoderne. Denn Netzwerke bilden gerade keine Body Politic aus, sie sind weitgehend unsichtbar und unangreifbar, deswegen sind sie auch nicht abzuschrecken und im Prinzip ähneln sie strukturell dem, was eine Drohne ist. Heißt umgekehrt, Drohnen, Roboter und Ähnliches sind Instrumente, mit denen postheroische Gesellschaften sich asymmetrisch agierenden heroischen Gemeinschaften erwehren. Keine Frage, auch diese Art des Sich-Erwehrens bedarf einer Ethik. Aber diese Ethik kann nicht, wie in der Diskussion häufig verwechselt, die Ethik der heroischen Gesellschaften sein. Das heißt, wir sollten, wenn wir darüber sprechen, nicht mit dem Begriff von feige oder tapfer agieren. Denn dann stecken wir in einer Falle, aus der wir nicht herauskommen. Die Waffen sind das Wesen des Kämpfers, heißt es bei Hegel. Heißt, Drohnen und Überwachungssysteme sind nicht nur die Waffen, sondern auch das Wesen postheroischer Gesellschaften. Vielen Dank.